Peter Schiff, warum noch keine Inflation da ist? Sie ist schon hier. Dies ist eine Übersetzung eines Interviews von Peter Schiff, ein US-amerikanischer Börsenhändler und Finanzkommentator. Sie spiegelt seine Sichtweise der aktuellen Situation bezüglich der Inflation in den USA wider, welche sich fast 1:1 auf die europäische Lage übertragen lässt. Wie die meisten Menschen denke ich, dass das Epizentrum der nächsten Krise der US-Dollar sein wird. Diese Krise wird die gleiche Dynamik wie die für 2008 prognostizierte Finanzkrise haben, nur schlimmer, mit verheerenden Folgen für diejenigen, die nicht vorbereitet sind. Ich versuche, die Leute davon zu überzeugen, ihre Vermögenswerte in US-Dollar loszuwerden, ein gutes Anlageportfolio außerhalb der USA aufzubauen und ihnen den Umgang mit ausländischen Aktien und Anleihen in aufstrebenden neuen Märkten beizubringen. Wir erleben derzeit einen historischen Anstieg des Gold- und Silberpreises. Ich meine, dies sollte nicht nur von Unternehmen genutzt werden, die diese Edelmetalle abbauen, sondern auch von Investoren, die sie mit Gewinn verkaufen können. Und das ist nicht nur eine Möglichkeit, wie sie ihren Wohlstand schützen können, sondern diesen auch noch erhöhen können. Wenn Sie die Dynamik dessen verstehen, was tatsächlich passiert, und das begreifen, sind Sie für das Endspiel mehr als bereit. Das größte Risiko, das man langfristig eingehen kann, meiner Meinung nach der größte Fehler, ist, wenn man Geld, sprich Papier, denn etwas anderes sind ja physische Dollarscheine, nicht besitzt. Egal, ob unter der Matratze oder man das Geld gegen einen Schuldschein verliehen hat, ob man Treasury Bonds oder Unternehmensanleihen hat, egal wie. Die Rückzahlung wird immer in Dollarschein, also im Papier, erfolgen. Denn der Dollar, wie wir ihn kennen, den wird es so bald nicht mehr geben. Die Dollarnote wird durch die Inflation ausgelöscht. Dabei ist es egal, ob Sie zum Beispiel eine Versicherungspolice besitzen oder eine Rentenversicherung, die Ihnen monatlich ausgezahlt wird. Ja, das sind zwar eine Menge Dollar, das ist richtig, nur das Schlimme ist, die kommende Inflation löscht eben genau diese Dinge aus. Jetzt könnte man ja denken, naja, wenn Sie zum Beispiel US-Aktien besitzen, dann besitzen Sie ja eine echte, wirkliche Wertanlage, denn Sie besitzen reelle Anteile einer Firma, quasi das intellektuelle Eigentum einer Betriebsgesellschaft. Das stimmt, aber Achtung, die meisten Ihrer Kunden befinden sich in Amerika und verdienen US-Dollar in einem inflationären Umfeld. Also warum versuchen Sie, die Preise in einem inflationären Umfeld zu erhöhen? Um den Wertverlust zu kompensieren, was natürlich schwerlich während einer Rezession und Inflation gelingen kann. Sicherheit und Schutz in Aktien zu suchen, ist keine gute Idee. Und das Gleiche gilt auch für Immobilien. Denn stellen Sie sich vor, wenn Sie Immobilien besitzen, dann besitzen Sie zwar einen Warenwert, aber wenn Sie Ihre Immobilien zum Beispiel vermieten, dann wird Ihr Vermieter Sie ja höchstwahrscheinlich in US-Dollar bezahlen und nicht in Schweizer Franken. Also, wie kann ich Werte und Einkommen außerhalb der USA in Währungen produzieren, die nicht der US-Dollar sind? Natürlich sollten es Länder sein, die bessere Grundlagen haben, ohne Krisenwährung und sich nicht am Abgrund eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs befinden oder direkt auf den Sozialismus zusteuern, so wie wir. Wir müssen auf Orte in der Welt schauen, die freier in ihrer Steuergesetzgebung sind, weniger Steuern zahlen, ein kleineres Defizit haben, bessere Handelsbilanzen von Gläubigernationen anstatt von Schuldnernationen und dann eben in diesen Ländern investieren, warum nicht, und dort Aktien und Immobilien kaufen. Der Interviewer fragt, Sie sind doch so gegen die Janet Yellen und Jerome Powells dieser Welt, die sagen, hey, wenn wir jetzt viel ausgeben,
dann werden wir eine so starke Wirtschaft haben, dass wir uns um die Inflation in der Zukunft keine Sorgen machen müssen. Denn wir werden ja alle unsere Schulden begleichen und in einer besseren Position sein. Peter Schiff sagt, nun, wir haben tatsächlich andere Ansichten. Sehen Sie, ich kümmere mich tatsächlich um unser Land und ich möchte, dass es gedeiht und langfristig erfolgreich bleibt. Die Strategie von Paul und Jelenin ist meiner Ansicht nach, die ganze Sache aufzuschieben, am liebsten bis zur nächsten Wahl. Verstehen Sie? Denn alles, was Sie versuchen, ist, dass der Tag der Abrechnung so weit wie möglich in der Ferne liegt. Sie kümmern sich nicht darum, wie schlimm dieser Tag sein wird. Sie verstehen ja noch nicht einmal die Zusammenhänge. Denn mit Verzögerung erreicht man nur eines, die Verschlechterung des Problems. Um die Inflation zu verhindern, müssen wir uns vom Dollar wegbewegen. Es ist sowieso erstaunlich, dass noch nicht so weit gekommen ist, da wir uns ja bereits seit 12 Jahren in dieser quantitativen Lockerungsphase befinden. Der Interviewer fragt, was denken Sie? Weshalb ist die Inflation noch nicht vollends da? Peter Schiff sagt, im Grunde ist die Inflation ja schon längst da. Auf die QE müssen wir nicht warten. Inflation ist nur ein anderes Wort für genau die gleiche Sache. Nur mit dem Unterschied, dass die Menschen natürlich keine Inflation mögen. Das heißt, wenn die Fed sagt, wir machen jetzt von unserem Inflationsrecht Gebrauch, dann sagen die Leute natürlich, einen Moment mal, ich möchte keine Inflation, dann wird doch alles teurer. Also sagen sie natürlich nichts von Inflation, sondern sowas wie, wir führen eine quantitative Lockerung ein, was sich natürlich viel besser anhört. Das Wort Inflation bedeutet übersetzt aufblasen, ausdehnen. Einen Ballon können sie mit Luft füllen, dann dehnt er sich aus. Aber bei Preisen geht das nicht. Preise kann man nicht aufblasen. Preise steigen oder fallen, expandieren nicht. Wir schaffen jetzt also immer mehr Inflation. Und Inflation steigert und erweitert die Geldversorgung. Ist die Geldversorgung erweitert, steigen die Preise und erzeugen somit einen Inflationseffekt. Das ist, wie gesagt, allerdings nur der Effekt. Jetzt hatten Sie mich ja gefragt, wann werden wir die wirkliche Inflation spüren, zum Beispiel im Supermarkt, wenn auf einmal alle Artikel des täglichen Lebens teurer sind. Wir wissen, dass das irgendwann genauso kommen wird, aber im Moment hat die Inflation lediglich die Vermögenspreise in die Höhe getrieben, was auch eine sehr effektive Form der Inflation ist. Dass zum Beispiel der Aktienmarkt steigt, liegt nicht an höheren Einkommen oder einer besseren Wirtschaft, sondern es sind die inflationären Aktienkurse, ebenso wie Immobilienpreise, Anleihenpreise und alle Arten von Sammelstücken oder Kryptowährungen, die in die Höhe getrieben werden. Aber im Grunde wirkt sich jede Inflation gegen Konsumgüter aus. Wieso kaufen sich die Menschen denn Aktien? Doch nicht, um sich das Aktienzertifikat an die Wand zu hängen, sondern weil sie die Hoffnung haben, dadurch mehr Geld zu verdienen. Dieses Geld wird dann wieder dazu verwendet, sich Dinge zu kaufen, mehr Güter anzuhäufen. Also wenn die Menschen ihre Aktien dann verkaufen, damit mehr Dinge erwerben, steigen die Preise. Denn dank der Fed steckt jeder so tief in den Schulden drin, dass wenn er versuchen würde, die Tischdecke mit einem Ruck unter dem Kartenhaus herauszuziehen, alles in sich zusammenbrechen würde. Die Fed steht mit dem Rücken zur Wand. Und das ist der Grund, warum die Inflation mit riesen Schritten auf uns zukommt. Also bereiten Sie sich darauf vor. Der Interviewer fragt, was sagen Sie zu der Möglichkeit, dass wir zum Beispiel, also wenn das Geld rasant weniger wird, wir einfach mehr Geld drucken,
was, wenn die Menschen immer versierter werden, sich mit Investitionen besser auskennen oder mehr sparen, ihre Schulden tilgen, vorsichtiger werden oder einfach nicht mehr so viel Geld ausgeben wie früher? Dann würde das doch nicht zu höheren Preisen führen. Also, warum nicht einfach weiterhin mehr Geld drucken? Peter Schiff sagt, ja, warum nicht? Nehmen wir an, das wäre so. So lange, bis die Krise kommt und man damit konfrontiert wird. Stellen Sie sich vor, Sie möchten von einer Klippe springen, fühlen sich sicher, denn Sie haben ja ein Seil. Dieses befestigen Sie oben an einem kräftigen Baum und springen. Immer noch mit dem sicheren Gefühl, es kann ja nichts passieren, denn ich habe ja das besagte Seil. Aber was Sie nicht wissen können, ist, ob Ihr Seil lang genug ist oder ob Sie dann doch letztendlich auf dem Boden aufschlagen. Also sind wir wieder beim Thema des Verschiebens. Ja, die Inflation wird kommen, aber bitte noch nicht jetzt. Und mit diesem Satz geben wir uns der Illusion falscher Sicherheit hin. Und eben genau das ist fatal. Denn wenn die Inflation einmal da ist, ist es zu spät. Zinsen und Preise werden rasant ansteigen und die Fed sagt, mit 2% Steigung können wir gut leben. 2% ist doch nicht viel, oder selbst wenn es 3% wären, ist es doch immer noch okay. Aber auf einmal werden es 6-7%. Und was machen wir dann? Dann müssen wir die Zinsen um 10-15% erhöhen. Aber ich meine, wie soll das denn gehen? Wir können uns ja noch nicht mal 1% leisten. Wir haben so viele Schulden, dass all dies einfach nicht machbar ist. Also, um es mit den Worten Johann Wolfgang von Goethe aus dem Zauberlehrling zu sagen, die Geister, die ich rief, werd ich nun nicht mehr los. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum die Fed behauptet, sie bräuchten eine noch höhere Inflation, damit am Ende alle glauben, Inflation sei eine gute Sache. Aber keine Sorge, sie werden absolut nichts tun, um uns vor dieser Situation zu schützen, denn ihrer Meinung nach ist die Heilung von Inflation schlimmer als deren Ursache. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur
ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann? Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.